5555. Willkommen zu eurem Lieblings-Creme de la Creme Deutschrap-Podcast namens High Five. Bei mir ist wie immer der gute Mackie Burden Nuts. Ich bin Martin McFly. Mackie, wie geht es dir? Ja, wie soll es denn einem gehen nach so einer schönen Überraschungsfolge? Großartig, richtig? Geht's da einem. Ja, tut mir leid, ich habe mich nicht richtig gemeldet. Du denkst, ich lebe nicht mehr und wir machen keine Folge, aber so ist es halt. Was ist los? Ja, schön, hat mich sehr gefreut, war richtig toll und abgesehen davon geht es mir auch sehr, sehr, sehr gut. Wie geht es denn dir? Ja, fantastisch. Also ich hoffe, dass du mich gut hören kannst, aber dass du mich nicht riechen kannst, weil ich komme direkt vom Volleyballtraining und duschen ist später. Also erstmal Priorität. Erstmal Deutschrap. Man muss die Sachen hochhängen. Es trennt uns, glaube ich, Luftlinie 8 Kilometer, aber ein bisschen zieht es hier rüber. Ein bisschen spürt man das, ne? Ja, das glaube ich. Das brennt ein bisschen in der Nase. Aber weißt du, für solche Sachen wie Duschen fehlt mir manchmal auch so ein bisschen die Motivation. Oh. Und das, was man manchmal einfach braucht, sind Motivationstracks. Und darüber soll es heute gehen. Die 5 besten Tracks, die einem helfen, den Arsch hochzukriegen, um das zu machen. Ey, mach keine Witze. Ich kenne Leute, die nehmen sich vor, die Fußnägel zu schneiden und kriegen es nicht hin. Ja, aber was auch immer man vorhat. Also die Tracks, um Marathon zu laufen, um einfach gleich sein Ding durchzuziehen. Das gilt es heute zu besprechen. Aber vorher müssen wir den Tisch aufräumen. Also wenn es irgendwas noch gibt, wo du sagst, das muss noch besprochen werden, sag an. Ich hab nix. Hast du was? Außer, ist doch von der Überraschungsfolge, ne? Dein Platz 1, das habe ich erahnt mit dem Friedrichshain-Knirsch-Kieselstein. Das hast du, glaube ich, irgendwann hast du mir das mal schon mal gesagt, dass du die Zeile so magst oder so. Ja. Verflucht. Wir sollten weniger reden, ja. Ja, aber das ist auch einfach Rap-Tourette. Also das ist sehr schön, ja. Also ich feiere deine Platte sowieso. Aber das ist das Nachhaltigste, was man machen kann. Hm? Ja. Hattest du noch was? Vielen Dank nochmal an Silly Talks. Wir haben auch... Ach so, das habe ich als Frage zu stellen, weil wir haben auch eine zweite Folge aufgenommen danach. Wir haben ja schon mal besprochen und du hast gesagt, es ist vollkommen okay, wenn wir mal Folgen locker machen, man macht mal mit jemand anderem oder so. Mhm. Jetzt, als du es gesehen hast, fühlt sich das auch so an oder denkst du so, ach nee, ist irgendwie blöd? Nee, cool. Cool, voll cool. Feier ich. Okay, cool. Ja, bin ich... Dann habe ich gleich ein Anliegen, weil diesen Freitag fahre ich nach Augsburg zum Konzert und ich bin das ganze Wochenende weg. Wir drehen noch 2 Videos und so. Ein Single kommt am Freitag raus. Schon und wieder? Ey, ich krieg das nächste Woche, glaube ich, nicht hin, dass wir uns treffen. Hm. Ich würde gerne eine andere Folge so aus der Dose dann wieder spielen, wenn das für dich okay ist. Völlig in Ordnung. Okay, geil. Weil als ich mit Arzt und dem SK auf Tour war, haben wir in Rostock sehr emotionalen Talk gehabt, haben wir die 5 Personen gekürt, jeweils, die unseren Hip-Hop-Weg am meisten geprägt haben. Und das ist natürlich dann sehr persönlich. Also er seine 5, ich meine 5. Und die würde ich dann einfach mal abspielen lassen dann. Ja, cool. Aber du bringst schon wieder eine Single raus, hast du gesagt. Du hast doch gerade erst eine rausgebracht. Die war ziemlich nice. Ja, danke schön. Also ja, kein Hobby ist draußen. Ja, genau. Und wenn du den Track richtig verstanden hast, merkst du, dass ich das auch nicht so nebenbei machen kann. Das geht weiter einfach. Deswegen bringst du ja dann auch gleich die nächste Single raus. Ja, nämlich direkt am Freitag zusammen mit dem Lauten Gast. Das ist so eine Formation aus Augsburg. Die kenne ich schon sehr lange, mag ich sehr gerne. Mhm. Und wir haben einen Track gemacht mit dem sehr eingängigen Titel DERLAUTEGASTUNDMARTENMCFLIIIIIY. Also zwischen den Buchstaben steht immer noch ein Punkt. Wer es sich nicht merken kann, kann es ja dann googeln. Ganz einfach. Ja, geil. Ja, wenn da noch die Motivation da ist. Wenn da noch die Motivation da ist. Scheiße, jetzt ist meine Liste gerade weg. Buddha bei die Fische. Mackie, ich bin gespannt. Wie kriegst du deinen Hintern hoch? Dein Platz Nummer 5. Mein Platz Nummer 5 ist... ehrlich gesagt ziemlich platt, aber hat mich krass motiviert und habe ich sogar gesampelt in einem Song. Und wer erratet, in welchem Song ich das gesampelt habe, kann es hier mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube,
Da kommt keiner drauf. Und zwar von Materia Endboss aus dem Album Zurück in die Zukunft. Nee, zum Glück in die Zukunft. Hier. Ich spring von Level zu Level zu Level zu Level. Geil. Pusht mich überkrass und es gibt sogar noch eine Hintergrundgeschichte davon. Ich war mal Backstage auf dem Splash Festival und ja. Ich weiß gar nicht, wie bekannt Materia zu dem Zeitpunkt schon war, ob der schon diesen Superstar-Status hatte. Es war jedoch so, dass im Backstage wird ja auch Musik gespielt und es wird auch gefeiert dort. Und der DJ hat dann diesen Song gespielt und Materia ist im Backstage ausgerastet und hat abperformt und ist selbst, also quasi Lip-Sync-mäßig mega abgegangen. Der ist nie vergessen. Der ist halt einfach live auch eine Rakete. Das ist halt ein krasser Charakter. Und der Song, der pusht mich auf jeden Fall immer. Dieses, es geht von Level zu Level zu Level. Also es, wenn du machst, da geht's halt einfach immer weiter. Deswegen auch geil. Meine Top 5. Was war dein letzter Endgegner? Wo du ins nächste Level gekommen? GEMA-Abrechnung. Davor da bist du ziemlich weit. Davor war Gewerbe anmelden. Ja, krass. Oh. Krass. Ja. Ja, aber ja, geil. Ja, fühle ich. Sehr schön. Mein Platz Nummer 5 ist Tiff von T9. Oh, hab ich schon mal gehört. Also T9 kenne ich, klar. Tiff. Ja, der Refrain, da sagen sie einfach nur Tiff. Ich glaube, das steht für Teneriffa. 2016 kam das raus, da haben sie so eine Musikreise gemacht, das machen die, glaube ich, häufiger. Ja, genau. Und haben das in Teneriffa gemacht. Ja. Und Alter, das geht so nach vorne und das hat so eine Ausstrahlung an mich, dass ich das einfach, boah, ich muss mich bewegen so. Also das hat's einfach. Also DOS 9 und Talkie Talk, für mich das besteste Lied von denen überhaupt. Ja. Das besteste? Ja, muss man hier sagen. Also manchmal reicht der Komparativ nicht. Nee, das ist der nicht Komparativ. Was ist denn das? Superlativ. Plusquam, super. Superlativ. Ich leg mich jetzt schon mal fest, ich für alle Ewigkeit und jetzt aufgezeichnet, ich werde jetzt auch speziell für diese Folge eine Playlist machen auf Spotify, dass wir das alles nachhören können. Oh, das sage ich jetzt offiziell, nice. jetzt muss ich es auch machen, jetzt habe ich es gesagt. Weil ich will jetzt unbedingt diesen Song hören, aber das mache ich dann im Nachgang und dann mache ich gleich eine Playlist und dann werdet ihr sie auch finden. Aber geil. T9, geile Kombo. Richtig geile Kombo. Ja, definitiv. Ich habe die einmal interviewt, ich fand die auch zwischenmenschlich sehr, sehr cool. Mhm. Und wir hatten ein paar Jahre später das Folgeinterview und das kurzfristig wurde es abgesagt und ich bin nicht dran geblieben, ich muss die wieder. Ich habe so viele Fragen zu dem vorletzten Album noch. Mhm. Egal, sag mal, was ist denn dein Platz Nummer 4? Ich bin gespannt, ob du es kennst. Ich glaube nicht, es ist ein bisschen unterm Radar, so ein Berliner Ding. Sagt dir Sera Finale was? Ja! Sehr gut. Ich finde Sera Finale richtig krass, underrated MC. Jetzt ja als Nashorn unterwegs. Als was? Das habe ich nicht mitgekriegt. Als Nashorn. Kennst du den Kinder-Rap-Artist Dicker? Ja. Das ist Sera Finale. Ah. Und Sera Finale hatte mal ein Album rausgebracht, Die nächste Kugel im Lauf. Ja. Fand ich, das ganze Album fand ich richtig geil. Da ist auch ein richtig geiler Berlin-Track drauf, wo ich finde, das ist einer der geilsten Tracks über Berlin, die jemals rausgekommen sind. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Es geht um die Motivationssongs. Und auf dem Album ist ein Song drauf, der heißt Ich feier mich. Ja. Und das ist von der Attitüde, da habe ich so viel mitgenommen, bis heute ist dieser Song fest in meiner DNA. Das sind zum Beispiel, das habe ich mir eine Zeile nochmal extra rausgeschrieben. Da ist drin, Feier ist, Tracks zu machen und Samstagnacht nicht wegzugehen. Also quasi, er bleibt lieber zu Hause, Samstagnacht, alle Kumpels gehen feiern und er macht lieber Tracks und das feiert er. Und das, geiler Song. Ist, ja, krass. Ich habe mir vorhin nochmal alle meine Songs reingezogen. Der Song und das komplette Album ist leider nicht auf Spotify verfügbar.
Warum auch immer, weiß ich nicht. Flix und zugenäht, ja. Deswegen kann dieser Song schon mal nicht in die Playlist, aber auf YouTube findet man ihn tatsächlich noch. Deswegen meine Empfehlung für alle Leute, die Rap aus Berlin auch nochmal von früher hören wollen, Serafinale, ich feiere mich, mein Platz 4. Ich habe eine sehr, sehr große Liebe für Serafinale. Ich finde das absolut beeindruckend und bewundernswert, was der ganz unterschiedliches geschaffen hat. Und wir haben eine Kategorie, die wir schon vor langer Zeit mal angelegt haben, die wir noch nicht abgedreht haben, wo ich gar nicht weiß, ob du deine 5 Plätze hast. Aber es gibt eine Kategorie, da ist er auf Platz 1. Aber es ist so speziell, das kann ich dir dann erst sagen. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist er auf Platz 2, aber da ist er sehr, sehr weit vorne. Okay. So, was ist dein Platz hier? Mein Platz 4, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich hatte keine Ahnung von diesen Menschen, die das machen. Gott, ich muss sie jetzt auch ablesen. Sie heißen Sira, Temba, Monk und Longus Mongus. Kenn ich. Das ist doch BHZ. Ach so, ich kannte das nicht. Tut mir leid. Ja, wenn man da drin steckt, dann ist es natürlich jetzt Blasphemie, wenn man das nicht kannte. Es wäre jetzt natürlich peinlich, wenn es nicht stimmt. Aber ich meine es schon. Ja, egal. Das hat nämlich eine Schülerin in einer 5-Minuten-Pause von ihrem Handy abgespielt. Mhm. Plötzlich ein Track namens Seko Maracuja. Kenn ich nicht. Und ey, es war nur 5 Minuten Pause, so ganz kurz. Und ja, das Handy war drauf. Danke an und ey, es ging so ab. Es ging so bei mir rein, dass ich das gleich auf dem Weg nach Hause gehört habe. Geil. Und meine Familie feiert es auch und es ist einfach nur, der Refrain ist einfach immer nur Sekt, Eis, Maracuja und Eis, Sekt, Eis, Maracuja und Eis. Ich kenne noch nicht mal den Song, aber ich habe jetzt schon Ohrwurm. Ja, das ist das Richtige. Ja. So soll das sein. Geil. So soll das sein. Voll geil. Ey, ganz kurz, ja? Mein großer Bruder hat sich bei mir beschwert, weil er bei der hier Bestes Tracks, die der andere nicht kennt, meint, das ist so schwierig, ich habe das eingeblendet, aber man findet das viel besser für ihn als einblenden wäre, wenn wir das irgendwo in eine Beschreibung schreiben würden. Oh, und ja, ich habe das für die Folge jetzt auch mal gemacht und für diese werde ich das jetzt auch machen. Und er hat gesagt, wie bitte? Gute Idee, habe ich gesagt. Ich mache das einfach. Und ich weiß natürlich nicht bei Spotify, ich kenne mich nicht so aus und mir wurde gesagt, ich soll das in die Shownotes schreiben. Das habe ich schon öfters gehört bei irgendwelchen Podcasts. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich habe das jetzt an einer Stelle reingeschrieben, aber ich weiß nicht, ob es das ist. Also wer das dann nicht findet, bitte nochmal meckern, weil ich habe keine Ahnung, was das ist. Man, das ist so ein leerer Raum. Ich schreibe es rein. Ich habe dann noch gemerkt, es gibt Kommentare auf Spotify, die ich dann gelesen habe. Habe ich zum Beispiel überhaupt nichts mitgekriegt. Ja, also auch wer das hier nachhören will, einfach mal in die Shownotes gucken oder bei YouTube einfach da drunter gucken. Ja, bitte. Ich finde, das klingt jetzt mega professionell. Guckt einfach in die Shownotes und da findet ihr alles. Ja, was immer das ist. Was immer das ist. Mach das mal. Ja, dein Platz 3. Mein Platz 3 ist mein Platz 1 damals gewesen bei den Top MCs. Sammy Deluxe, Let's Go. Kennst du den? Wenn ihr den Scheiß gefühl macht, bo! Ah ja, okay. Ah, so okay. Ultra schnell rappt. Mit dem Video, ja. Wo die in der Burgerbude sind, so. Das ist einfach nur der Vibe. Ist es wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit und der pusht mich einfach. Ich habe dazu auch nicht mehr zu sagen, außer dass das ein Song ist, der mich mega krass pushen kann. Also wenn ich Sport mache und der läuft, ey, dann laufe ich weiter. Am Fitnesscenter vorbei, zur Dönerbude. Ein Döner und ein Eira, bitte. Ah nee, Burger. Das in den Videos werden ja Burger gegrillt. Ey, das ist ein richtiges Highlight für mich. Ich feiere den aus. Ich mag ihn einfach. Cool. Ja, ich erinnere mich. Muss ich auch nochmal nachhören, das Track. Lange nicht mehr gehört, ganz lange. Aber vor nicht so langer Zeit habe ich einen Track gehört, der auch nicht so neu ist. Nämlich mein Platz 3, 2016 von Mekkes. Also hier Austin's Mekkes. Ja. Partykirche. Kennst du den? Ich kenne Mekkes, aber ich kenne den Song nicht. Oh, sehr gut. Partykirche ist ein
krasses Lied, ein krasser Aufbau. Also das Genie von Mackes wird da wirklich sehr deutlich und gleichzeitig, manchmal finde ich, Genie ist mir manchmal, mir ist das manchmal ein bisschen zu anstrengend, wenn Leute zu genial sind. Aber da kommt das so elegant und smooth, dass es mir einfach nur Freude bringt. Und es auch, also ja, ich muss mich, ich ziehe auch los und streiche meine Wände oder so. Es muss einfach irgendwie sein bei dem Track. Der hat's. Muss ich mir reinziehen, packe ich in die Playlist. Ja, Mackes ist auf jeden Fall ein Genie und ich weiß, was du meinst, dass es auch manchmal anstrengend sein kann. Ich musste dann irgendwie auch spontan direkt an Helge Schneider denken. So, ne? Helge Schneider für mich auch mega Genie, manchmal auch irgendwie derbe anstrengend, aber ja, krasser Typ. Also auch Mackes. Jetzt zurück wieder zu Mackes. Der hat auch manchmal so Songs, wo du denkst so, oh, mein Gehirn kommt irgendwie nicht mit dem, was du mir sagen willst. Aber wenn du mir ein bisschen Zeit gibst, dann verstehe ich das. Und dann ist es halt richtig krass. Ja, ist richtig. Ja. Ist richtig. Geil. So kann man das sagen. Also, junger Mann, haben Sie eins Platz 2? Silber geht an einen Rapper, der echt? In einem Song unglaublich viele Wordcuts reingepackt hat. Ja. Und dazu noch die Rapper Eisfeld, Flair, Curse, Banjo, Torch und Azad in dem Track mit drin hat. Moment, hä? Das hast du dir gerade ausgedacht. Und zwar, erzähl mal nix. Das sind keine Features, sondern die sagen immer nur einen speziellen Satz in diesem Song. Und ich fand es damals schon krass, dass er es geschafft hat, diese ganzen Protagonisten, die sonst eigentlich nie was miteinander zu tun haben, vielleicht ein paar... Rapfilm? Ja. Ich bin auf dem Rapfilm hängen geblieben. Ja, Mann! Savage, Rapfilm ist ein so krasser Song für mich. Ich kann mich noch erinnern. Es ist schon ein paar 10 Jahre her, 15. Es ist eigentlich total der Dulli-Move gewesen, aber ich erzähle ihn trotzdem. Ich habe mir richtig krass Geld zusammengehasselt, um mir einen Laptop zu kaufen, ja. Hab mir dann so einen neuen Dell-Laptop geholt und dachte so, okay, welches Video spielst du zuerst ab auf diesen Laptop? Und da habe ich gedacht, ja, Rap-Film. Und da habe ich das so angemacht, dachte so, ja, geil. Und es ist immer noch so ein Song für mich, wenn ich... Weiß ich nicht, das pusht mich so krass. Und diese ganzen Wordcuts da drin aus den US-Rap-Klassikern. Allein, da geht mein Hip-Hop-Herz einfach auf. Und wenn mein Hip-Hop-Herz aufgeht, dann motiviert mich das auch für den Rest meines Lebens so. Und das finde ich so eine krass geile Nummer. Deswegen. Na geil. Nicht ganz auf die 1, weil die 1 noch ein bisschen ticken persönlicher für mich ist, motivierend. Sonst, wenn es die Eins nicht geben würde, wäre das die Eins. Natürlich ist das so, das war ja nicht hier ein blöder Satz, aber ja. Platz 2, Rap-Film, Savage. Ja, sehr gute Wahl. Also das ist so eine Wahl, wo ich denke, auch mit der Erklärung, wäre ich drauf gekommen, hätte das vielleicht meine Wertung verändert. Aber ich bin nicht unzufrieden über meinen Platz 2. Mhm. Auch wenn er vielleicht ein bisschen cheesy wirkt, aber es ist die Wirkung auf mich ist ganz klar. Disco Partisane von Ski Agu. 2002. Kennst du nicht? Kennst du? Ich kenne Ski Agu. Disco-Partisane, Disco-Partisane, ich bin wie eine Sonnenbrille, bin auf Nase. Und es ist auf der Melodie von Jerk It Out von Caesars oder so. Das ist das so ein. Das war 2002? 2022 ist die Ski Agu-Version. So. Das Sample ist aber aus den Nullerjahren. Hab mich schon gewundert. Und ja, das geht. Also, das motiviert also, dich. Wie bitte? Das motiviert dich. Ja. Ist halt so gar nicht meine Baustelle, aber ist okay, darum soll es ja nicht. Du kennst das Lied doch gar nicht! Doch, ich hab's im Ohr. Du Frevler! Ja, ich kenn aber Ski Agu. Ja, aber hallo! Hallo! Ja, nee, es ist, Also bitte hör das und find's dann kacke, wenn du willst. Ich hab nichts dagegen. Danke. Aber das schon vorher kacke zu finden, das finde ich doof. Ja, es geht um die Personen. Und was es repräsentiert. Das mag ich nicht so gerne. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ah, fuck. Ich habe immer Angst, dass ich irgendjemand nehme, der irgendeinen krassen Fauxpas hat, den ich dann nicht legitimieren will dadurch. Hat er irgendwas richtig Dummes gemacht?
Nein, weiß ich nicht, aber der ist mir zu sehr auf Nase. Mehr möchte ich darüber nicht sagen und das Verherrlichen, das mag ich nicht so. Ja, okay. Das kann ich nachvollziehen. Ich nicht so, nee, finde ich doof. Aber wenn der Song dich motiviert, ist es deine Platz 2, ist es fein. Ja, alles klar. Dann wird es jetzt spannend. Meine Platz 1. Den Song, ich lege die Messlatte hoch, den kennst du. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass du den kennst. Ja. Und ich glaube, dass es für viele Rapper unserer Generation ein Song ist, den eigentlich fast alle abgefeiert haben. Und zwar Nichts Nutz von Vasi, beziehungsweise ja. Massive Töne. Ja, na klar. So, ne? Als Nichtsnutz habe ich einen Plan, einen Traum, diese ganze Geschichte. Und hier, es ist mir aus den Augen abzulesen. Ich frage mich, wohin die Wege noch führen und so weiter. Nein, wie lange man braucht, um sich aus der Namenlosigkeit zu lösen? Aus der Namenlosigkeit, nee. Hä? Nee, das ist ein anderer Track, das ist ein anderer Track. Ja, würde ich gerade sagen. Es ist mir aus den Augen abzulesen. Ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe. Ja, richtig. Und so weiter richtig. Und so fort. Für mich damals Anfang 20 oder noch jünger, weiß ich gar nicht, krass motivierend. Und wenn ich den Song heute höre, kriege ich das Gefühl von damals wieder. Und dann denke ich mir so, ja, als Nichtsnutz habe ich einen Plan, einen Traum. Da fühle ich mich sehr repräsentiert. Ja, ja. Und holt mich voll ab, pusht mich, motiviert mich in Lebenssituationen, wo ich ein Gewerbe anmelden muss. Du hast auch direkt dieses Nichtsnutz-Motiv bei dir auf der Platte dann auch wieder aufgegriffen, dann, wenn du das Wort dann benutzt. Also das war ja bei Lieblingsloser oder so, ne? Habe ich es richtig in Erinnerung? Weiß ich gar nicht. Kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber das Thema ist das gleiche. Ja, also Lieblingsloser. Ja. Ich meine, du hast sogar, du hast sogar das Wort einfach mit dem Hintergedanken dann auch benutzt. Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Vielleicht habe ich es unbewusst gemacht. Ich habe manchmal Sachen geschrieben, wo ich mich im Nachhinein wundere, wie klug ich bin. Ist wirklich wahr. So hoch habe ich das geschrieben, ist ja krass. Habe ich schon ein paar Mal erlebt bei mir selbst. Wie bitte? Ich habe nichts verstanden. Ich habe gerade gesagt, habe ich schon tatsächlich ein paar Mal bei mir erlebt, dass ich überrascht bin. Freuen wir uns. Dass ich manchmal kluge Zeilen schreibe, die erst im Nachhinein bei mir selbst ankommen. So, jetzt weißt du, was ist deine Platz 1? Mein Platz 1 ist Suki. Ich bin großer Suki-Fan. Suki? Ja, ich kenne Suki. Suki! Ja. Kennst du Suki? Ich kenne Suki. Ja, hallo. Ja, Keep hallo. It Käsekuchen. Scheiße, muss ich nochmal reinhören. Ah, ja, also ist kein bekanntes Lied, glaube ich so. Also vom Album Quing. Ich liebe den Titel jetzt schon. Marius Beats ist am Beat. Das habe ich aber erst Jahre später rausgekriegt. Bester Marius. Das ist jetzt nicht um ihn, aber wir lieben ihn auch. Ja, und klar. Es ist geil, dass er den so gemacht hat. Aber ich wusste das am Anfang nicht. Und der gibt mir so eine krasse Energie, dieser Track. Suki rappt, also ziemlich laut, aggressiv. Sie pöbelt einfach wild rum. Geil. Mit sehr on-pointen Zeilen. Berlin ist meine Heimat, was will Deutschland noch hier? Und so richtig teilweise auch in ihrer Suki-Art so Sachen, die man nicht so ganz erstmal nachvollziehen kann, aber es ist so komplett sie und geil. Und dann kommt der Refrain und der ist komplett geflüstert. Geil. Und das kommt so gut. Sie flüstert einfach: Kein Text, kein Game, kein Sex, kein Fame, kein Freund, kein Fan, kein Boy, kein Stand, kein Beat, kein Job, kein Weed, kein Pop. Ich kann nicht mehr weitermachen. Ich habe gar keine Luft mehr, aber ich kann es auch nicht so gut. Aber es ist so richtig gut. Keep It Käsekuchen von Suki. Alter, das ist für mich so ein Brett. Geil. Das ist ein richtiges Schreiner-Meisterstück. Ein Meisterstück für die Gesellenprüfung. Für die Motivationsprüfung. Ja. Geil, muss ich reinhören. Kenne ich auch nicht, aber es ist ja irgendwie auch schön, neue Sachen zu denken. Wie gesagt, ich mache diese Playlist, weil ich ja die Sachen auch hören will. Ja.
Und dann geht's ab. Und ich bin jetzt mega motiviert, diese Playlist zu machen übrigens. Sehr gut. Und wenn du die Motivation fehlt für diese Playlist, ne? Dann hör die Playlist. Genau. Hä? Moment mal. Ja, dann kriegst du auch die Motivation. Ja, geil. Oh, sehr gut. Ah, das war mir eine Freude. Dankeschön, Mackie. Mhm. Was sind wir gerade? Folge 8 sind wir. Krass, der Weg geht weiter. Ich hab keine Ahnung. Wir sind bei Folge 8. 8 schon? Ja. Das hier war die 8. Die umgedrehte 8. Die Unendlichkeit. Und wenn ich mich nach Augsburg wieder ausgeschlafen habe, dann machen wir weiter. Gut, dann sehen wir uns im Oktober, oder was? Nein! Nein. Es geht weiter. Ja, also denk dran, jetzt am Freitag kommt ein Track von mir raus. Wäre geil, den abzuchecken. Ich bin wirklich ganz stolz darauf. Hab das Cover selber gemacht und ich hab's niemandem gezeigt. Ich mach's einfach. Zum ersten Mal, dass ich mir das getraut habe, einfach was zu machen. Und normalerweise check ich das noch mit Leuten. Ich hab's einfach niemandem gezeigt. Und. Finde ich gut. Ja. Eingängiger Track, wie hieß der Track noch? Weißt du noch, ne? CGDDADI.IABCDLPO. Veräppel mich doch nicht. DERLAUTEGASTUNDMARTNMCFLIIIIIIY. Da habe ich doch gesagt. Ja, so ähnlich. Du hast auch Buchstaben benutzt. Ja. Ach so, und es passt jetzt in keine Kategorie, aber hast du gehört, parallel zu meinem Track Kein Hobby kam von dem lieben Bohl, den ich neulich interviewt habe, ein Track raus mit Marty Fischer zusammen, Pulli, hast du den gehört? Hast du den gehört? Nee. Den musst du dir anhören. Ja. Ist voll das Pop-Ding, aber ich liebe es. Pulli. Pulli? Pulli, Pullover also. Fuck the Pullis. Ja, fuck the Pullis. Das Motto für den Sommer. Genau, für fuck the Pullis, wir haben Sommer. Ja, auf jeden Fall. Geil. Ja, Maggie, ich bedanke mich. Ich erst. Geil, mach es gut. Aha. Bleib dran, bei was auch immer. Boah, und ich gehe mich duschen. Und viel Spaß in Augsburg. Ja, danke schön. Mach es gut. Wir sagen tschüss. Ciao, bis dann, supporte diesen Podcast hier, macht, drückt die Knöpfe, wo immer ihr seid. Da. Ganz viel Liebe. Rausi, tschüssi, adieu. Ciao. Adios.